Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Wir haben nur noch zwei Spiele, um in der Liga zu bleiben. Und ja, Serie A ist heute dran. Ja, versuchen wir es mal. Ich suche den Gegner, ihr seht eine Karte. Bis gleich. So, da haben wir auch schon den Gegner für heute. Mal gucken, was der so drauf hat. So, wechsel dein Trikot. Fick dich. Ohne Scheiß, zwei dunkle Trikots. Sehr intelligente Wahl, Junge. Sehr intelligente Wahl. So, weiter. Was hat er denn? Ein Bundesliga-Team. Schürrle als ZOM, auch interessant. Aha, okay, wen hat er da im linken Mittelfeld? Kenne ich jetzt gar nicht. Mkhitaryan, Lahm, Boateng. 84er Gesamtbewertung. Solide, solide. Mal gucken, was wir da mit unserem italienischen Team machen können. Oh, komm. Erstmal im Ballbesitz kommen und dann sehen wir schon. Na, Schäfer. Willst du nicht spielen? Oder willst du nur für dich spielen? So, Lino. Ohne Witz, die Partie könnte langweilig werden, wenn er so weiterspielt. Ich werde nicht umstellen. Ich werde, ja, das mal so machen müssen. So wie er sich das gerade so ausdenkt. Er will wohl mit Absicht den Ball verlieren da hinten. Ja, ist zumindest ein solider Spielaufbau. Sieht man selten. Ah, schade. Die Baller im Abseits. Da kommt auch endlich mal der Pfiff. Naja. Ah, so einer. Okay, der hat eigentlich gar keine Zeit zum Spielen. Macht's aber trotzdem. Wie mich das annervt. Wenn ich keine Zeit habe zum Spielen, lasse ich's bleiben. Oh, Ballbesitz. Schön zu Cuadrado. Ah, Lino hat den. Schade. Ecke. Kommt. Ah, nur noch mal stupsen. Nur noch mal stupsen. So einen kleinen Dick. Mann, aber nö. Wollen wir nicht. Oh, weiter Ball. Vom Gegner. So, wenn der Gegner nicht mitspielt, dann ist so eine Partie irgendwie... Ja, schwerer würde ich nicht sagen. Sané ist es. Ah, okay. Dann weiß ich das jetzt auch, wie Sané ausguckt. Ah, Philippe kommt nicht ganz hin. Schade, wir mit Foulspiel. Ach komm, jetzt wird gepfiffen? Willst du mich verarschen? Da lässt sich ja jetzt wieder 300 Jahre Zeit. Nee, doch nicht. Dieses Mal nicht. Schießt Schäfer an. Ist der jetzt schon einmal... Ja, jetzt ist er das erste Mal über die Mittellinie gelaufen. Mit Lewandowski. So, nichts gibt's. Ecke. Gut, die kann er haben. Mit der kann ich umgehen. Hoffe ich mal. Hoffe ich einfach mal. So. Oh, doch eine weite Variante. Ah, komm, die Baller. Das gibt's ja nicht. Ah, wups. Passt. Boah, dann holt der Marquisio so von den Beinen. Er gibt nur gelb. Okay. Boah. Ich kassiere halt immer rot. Putzt es drin, Philippe Anderson mit dem 1:0. Putz. Sauber, Junge. Sauber. Schön an der Mauer vorbeigezirkelt. Wunderschön. Schön knapp und genau die Ecke erwischt. 1:0 durch ein Freistoßtor.
Mann, da bin ich ja immer doppelt so glücklich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wieder aufdrehen, weil 1-0 hinten ist. Aber mir reicht ja auch ein Unentschieden. So, den hat Pirin. So, ewig weiter Auswurf. Passt. Ah, jetzt kommt er hier zwischen. Kann er mal vergessen. So, einmal hier rüber gespielt. Die Baller läuft im Abseits spazieren. Ja. Dachte ich es mir, da kam auch der Pfiff. Oh, keine kurze Variante. Der Wahnsinn. Ah, come on. Lahm ist auch noch da. So, ein Könner, das auf alle Fälle. Da kann man nichts sagen gegen diesen Spieler. Bis auf das, dass er am Anfang trollen wollte, ist er ein bisschen Könner. Philipp Lahm zieht ab, aber der ist fürs Torschießen nicht wirklich bekannt. Deswegen immer noch 1-0 für meine Einer. So. Oh, Philippe. Oh, haut Pisscheck um. Grenzwertig. Ah, Sané kriegt den. So, Schürrle. Der eingesetzte ZOM. So, wups. 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 Hoffentlich kein Abseits. Na, ah, schade. Scheer jetzt mit Gelb vorbelastet. Vielleicht kann man den ja nochmal nötigen, dass er ein Foulspiel macht. Oh. Komm mal ran hier. Partie wird sonst langweilig, Leute. Alter! Der haut mich da um. So, Mkhitaryan spielt den ins Aus. Einwurf. Na, come on. Ein bisschen fester. Ein bisschen nur. So, Cuadrado. Ah, schade. Aber eine Ecke. Die kann man mal mitnehmen. So, Ecke kommt. Oh, segelt schon wieder vorbei. Mann. Das kann doch nicht. Wieso segelt der immer? Oh, er kann den Kopfball weiterbringen. So, Corinne geht doch hin. Ah, fuck, was mache ich denn? Ah. Nix gibt's. Ah, die Baller. Mensch. Habe ich die Wahl vertroffen oder falsch gemacht? Oh, come on. So, jetzt ist aber erstmal Halbzeit. Wir mit 1-0 vorne in einer ja, komischen Partie, muss man einfach mal so sagen. Ja, mein Gegner nur 75% Passgenauigkeit für das, dass er sich eine Dreiviertelstunde fast hinten rumspielt. Also, ja, interessant. So, was macht mein Gegner jetzt? Wird jetzt irgendwelche geilen, krassen Spieler hier aufs Feld führen und mich dann so zerlegen in der Luft? Ich gehe ja fast schon davon aus. Also, meh. Es ist suspekt, dass einer so lange nur hinten rumspielt und dann eigentlich doch was auf dem Kasten hat. Merkt man ja gleich, er hat ein bisschen was auf dem Kasten. Ich will jetzt nicht sagen, er ist der Über-Pro-Gamer, aber ein bisschen was kann er auf jeden Fall. Wir mit Anstoß, dann machen wir den mal. Ja, mal sehen, wie er hier weitermacht. Wow, da bin ich vom Stick gerutscht. Nein, wo geht denn der Kopfball hin?
Ja, Bonucci gerade noch dazwischen. Ah, raus damit! Boah, Cuadrado kommt da noch hin. Pereira kommt sie ab. Oh, schade. Da werde ich gestört. Wenn er zumindest das Füßchen heben würde zu einem Schuss. Dann wäre es ein Elfmeter. Aber nö, wollte er nicht. So, Rodriguez. So, Aubameyang. Er geht in die Pause. Ich sag mal fortsetzen. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Und ja, hoffentlich weiß er es nicht mehr. Aber er wird es wissen, definitiv. Und ja, vielleicht so eine Taktik, dass ich den dann doch nicht machen kann. Mal gucken. Kann ja gut und gerne sein, weil, boah, ist ja doch ein bisschen blöd, die Situation. Normal wäre ich klar vor dem Ball. Und, mal gucken. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die 0. So. Na, schade. Aber. Oh, Cuadrado macht das Foul. Wieso? Du solltest doch nur an ihm vorbeilaufen. Und er wechselt und macht sofort wieder eine Pause. Also, was ist mit dem nicht in Ordnung? Und eine Zeit wird unten auch nicht angezeigt. Was soll der Scheiß? Der sollte immer weniger und weniger Zeit kriegen. Entweder hat er Zeit zum Spielen oder lässt es. Ende. Das ist einfach nur. Dumm. Er wechselt nochmal. Touré bringen, ne? Okay. Hat mir jetzt in dem Fall den Ball geschenkt. Nein! Mensch. So, Mkhitaryan. Oh, schöner Seitenwechsel zu Sané, aber der kriegt den nicht mehr. Schade, mir blutet das Herz. Irgendwie nicht, aber trotzdem. So, Einwurf für meinen Gegner, war klar. Oh, komm her da. So. Ah. So. Lahm erstmal hingelegt. Sané. Schön nach vorne zu Aubameyang. Abate ist aber da. Abate ist da. So, Cuadrado gegen Sané. Sané gewinnt. So, Corin. Cuadrado hat Platz. Kommt er noch an den Ball? Ja, er kommt dran. Oh, schade. Hätte ich besser lösen müssen. Oh. Butz, abseits. Schade. War unkonventionell, aber naja, nimmt man auch gern mit. Oh, come on. Der Fehlpass des Todes gerade. Touré, Sané. Boah, Sané und Remba hier, oder wie? Hätte ich dem mit dem Ellbogen ins Gesicht schlagen müssen, dass er stehen bleibt. Oder den Ball verliert. Der Wahnsinn. Wow, ein spektakuläres Tor. Wuhu. Hat er sich aber gut durchgesetzt. Meh, kann man ja mal sagen. So. Will der nicht? Mag er nicht? Dann halt nicht. Es ist traurig, dass ich dann so das Tor kassiere. So, Aubameyang mit der Flanke. Boah, an die Latte. Da hatte ich jetzt direkt mal Glück. Mann, geht hier noch was, Leute? Boah, instant geht gar nichts mehr. So. Du mit deiner scheiß Ballrolle verpiss dich.
Ich bin da mit zwei Mann dran. Ball noch heiß, nicht mehr. Da kam die Grätsche. Komm schon. Zu langsam. Lewandowski ist schneller. Den kriegt aber Aubameyang auch nicht. Und wir machen ein Foulspiel, wäre klar, ja. Nee, doch nicht. Mein Gegner. Ich wollte mich schon mal gepflegt aufführen. So, ein Punkt reicht uns ja. Aber so nicht, Leute. Oh, Pirin mit der Reaktion. Heieiei, 80. Minute, Ecke. Und mein Gegner macht erstmal die Pause rein. Die Pause rein. Die wird er wieder komplett runterrödeln. Er kriegt sogar mehr Zeit für die Pause. Da stand jetzt 35 Sekunden für den Anfang. Ich weiß ja nicht, wieso, dass man so oft in die Pause geht und das wirklich voll ausreizen muss. Wie das sowas nicht reicht für die Einwechslungen. So, hat er nicht mal komplett ausgereizt? Man glaubt es nicht. Hernandez für Sané. Ja, genau! Er stört mich wie ein Blöder. Weg damit. Foul, danke. Stell ihn vom Platz. Taktisches Foul. Das ist einer roten Karte würdig. Aber er kriegt nur gelb. Klar. Ja, genau. Da rennt mich hier Hernandez zu. Was war denn das jetzt? So, komm, Philippe, lauf. Ah, come on, so veraimt den Schuss. Da holt er den Torwart relativ weit raus. Ah, come on, wo geht denn der hin? Alter, der haut mich hier um. Haut mir hier die Schienbeine blutig. So, komm schon. Foulspiel, Elfmeter, komm! Nein, doch nicht! Was, lahm kommt da hin? Wie kommen die so schnell hoch? Gut, der hat nicht viel Spielraum hochzukommen, aber trotzdem. Das muss ich nicht verstehen. So, da ist vorbei. Wir machen den letzten Punkt, den wir noch brauchen. Das gucken wir uns nochmal kurz an. Klassenerhalt Hammer. Mehr ist eh nicht mehr drin. Ja, der ist durch, der Klassenerhalt. Ich drücke weiter. Die 10 sind voll. Ein Spiel haben wir noch und mit dem können wir den Aufstieg nicht mehr machen. Ab morgen geht es natürlich weiter mit der nächsten Saison und dann mit Vollgas, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder da seid. Bis dahin. Ciao.